Hi Leute, heute mag ich euch erzählen, wie Bella nach Österreich gekommen ist. Das war im Mai, Ende Mai 2019 und es war gefühlt, habe ich 3 Monate auf sie gewartet, wenn es natürlich auch gar nicht so lang war, weil es waren 3 Wochen, bis ich alle Dinge organisiert hatte, damit sie von Deutschland nach Österreich reisen durfte. Da war ja zuerst mal ein TÜV notwendig, damit ich gewusst habe, ob sie sich überhaupt als Reitpferd eignet. Dann musste man natürlich den Amtstierarzt am Tag ihres Transportes organisieren, der quasi ihre Reisefähigkeit nochmal bestätigt hat. Und dann ist sie von Simonsfeld, das ist bei Berlin, mit dem Oldenburger Pferdetransport nach Österreich gekommen, nach Marielandsendorf. Und ich habe den ganzen Tag auf sie schon gewartet. Ich habe ihre Box geputzt, ausgekerchert. Ich habe ihr Paddock mit neuem Sand verschönert und noch die letzten Paddock-Platten, damit sie nicht im Gatt steht, verlegt. Es war also wirklich ein anstrengender, aufregender Tag. Und irgendwann um 20 Uhr ist sie dann endlich ausgestiegen. Das war einer der schönsten Momente, an die ich mich erinnern kann, weil es auch die Vorfreude so groß war und weil, wenn man sich auf etwas wenn man sich so lange nach etwas sehnt und dann geht der Hänger plötzlich auf und es steigt das Pferd, das du dir selber ausgesucht hast, für das du dich selber entschieden hast, wo niemand anderer gesagt hat, das ist gut oder schlecht, sondern wo dich höchstens jemand gefragt hat, bist du wahnsinnig, das Pferd kannst du ja nicht kaufen, wenn du noch nie drauf geritten bist. Wenn das dann plötzlich vor dir steht, und das war einer der besten, großartigsten Erlebnisse, die ich haben durfte. Wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt dieses Pferd kaufen durfte, es war ein riesengroßes Glück, muss man sagen, weil ich bin am Abend im Bett gelegen, habe Facebook geschaut und über eine Gruppe, die heißt Zuchtstutenverkauf, bin ich über den Satz gestolpert, würde sich sicher auch gut als Reitpferd machen. Das Pferd hat mir gut gefallen, vom Gebäude her, von den Gängen, war nichts dagegen einzuwenden, war im Budget und dachte ich habe nichts zu verlieren, ich schreibe jetzt mal einfach. Ich habe der Besitzerin geschrieben, dass ich Interesse hätte und habe mir aber gleichzeitig gedacht, das Pferd wird entweder sicher schon weg sein, oder irgendwer wird sich schon noch anschauen, weil so ein Pferd mit so einer Bombenabstammung bleibt nicht lang auf Facebook zum Verkauf. Ich habe mit einer Antwort gerechnet, wo sie einfach sagt, Pferd ist weg, danke für Interesse. Also es war so ähnlich, wie ich es mir gedacht habe. Sie hat mir geschrieben, es gibt Interessenten und sie würde sich melden, wenn sich etwas verändert und die das Pferd doch nicht nehmen. Somit habe ich die Bella damals eigentlich schon wieder vergessen und habe mich weiter auf die Pferdesuche begeben, wobei ich ja nicht so intensiv gesucht habe. Ich habe mir gedacht, es wäre ganz nett, wenn ich ein Pferd hätte, aber ich hatte keinen Stress. Und so bin ich dann schlafen gegangen, habe gar nicht mehr dran gedacht. Und circa eine Woche später hat mir die Charlene dann geschrieben, wenn du noch Interesse hast, würde ich dir das Pferd reservieren, bis du es besichtigt hast. Gut, dann habe ich gewusst, jetzt darf ich keine Zeit verlieren. Habe einen Flug gebucht für die gleiche Woche am Samstag, habe ein Mietauto gebucht, bin am Samstag um 7 in der Früh da drauf geflogen, bin zum Mietauto gegangen, bin 2,5 Stunden nach Simonshagen gefahren von Berlin. Das ist relativ im Norden von Deutschland, eine sehr, sehr schöne Gegend und auf einer Gatschkoppel ist dann die Bella gestanden, gemeinsam mit einem Tinker und ein paar wirklich hübschen Ponys. Gut, ich war natürlich in voller Reitausrüstung und habe mir gedacht, ich werde jetzt dort mal einen Proberitt machen. War dann ein bisschen enttäuscht, weil das nicht möglich war, weil die Bella ein Jahr lang nicht geritten worden ist, weil sie ja eigentlich eine Zuchtstute hätte werden sollen. Und sie einfach komplett außer Training war und die Besitzerin irgendwie gesagt hat, nein, es ist keine gute Idee, wenn man es jetzt reitet. Sie hatte, glaube ich, auch gar keinen Sattel dann dort. Gut, ich habe sie dann longiert und habe mir gedacht, ich werde einfach eine Ankaufsuntersuchung machen lassen. Das würde ich sowieso jedem empfehlen, wenn er ein Pferd kauft, weil es gibt
nichts Kostenintensiveres, als wenn man ein Pferd kauft und dann später draufkommt, dass es sich eigentlich für den Zweck, für den man es gekauft hat, nämlich fürs Reiten, gar nicht eignet. Und das ist einfach eine gewisse Absicherung und da zahlt sich's wirklich aus, diese 700, 800, 900 Euro in die Hand zu nehmen, um das einfach vorab abzuklären. Und wie man weiß, kommen auch sehr viele Pferde bei der Ankaufsuntersuchung gar nicht durch und man erspart sich aber dann einfach sehr viel Leid und sehr viel Kosten und sehr viel Ärger, weil man natürlich ein Pferd, das, bei dem man im Nachhinein draufkommt, dass es Mängel hat, dass man das dann halt einfach ganz schwer wieder verkaufen kann und meistens eben nie mehr zu dem Preis, zu dem man es selber gekauft hat. Deswegen kann ich wirklich nur allen empfehlen, eine Ankaufsuntersuchung immer zu machen. Ja, jedenfalls habe ich dann den Kaufvertrag unterschrieben, vorbehaltlich einer positiven Ankaufsuntersuchung und bin wieder nach Wien gereist. Habe mir auf der Reise gedacht, naja, die Bella wird eh nicht durch die Ankaufsuntersuchung kommen. Ich kann mich schon wieder auf eine neue Pferdesuche machen. Und dann habe ich den Tierarzt organisiert, was auch gar nicht so leicht ist. Ich habe das über eine Klinik gemacht in Deutschland. Der hatte dann 2 Wochen später Zeit, ist zur Bella gefahren, hat sie wirklich auf Herz und Nieren geprüft, hat ganz viele Röntgen gemacht. Der schaut sich den Atem an, also den Puls, wie schnell quasi der Puls wieder runtergeht, nachdem das Pferd belastet wurde. Der schaut sich den Rücken an, der schaut sich die Stellung der Füße an, der schaut an, der macht eine Beugeprobe. Also der macht wirklich viele, viele Untersuchungen, die ganz wichtig sind, wenn man eben ein Pferd reiten möchte, um festzustellen, ob sich's dafür eignet. Und was auch interessant ist oder spannend ist, der haftet dann auch dafür, dass diese Untersuchung korrekt durchgeführt wurde, sollte sich nach einem Jahr herausstellen, dass er falsch gelegen ist. Das gibt einem natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und dann hat er mich nicht zurückgerufen am gleichen Tag und dann dachte ich schon, okay, es wird irgendwas nicht in Ordnung sein und er wird noch überlegen, wie er mir das am besten sagt. Und 3 Tage später hat er sich dann gemeldet, hat mir ganz viel erklärt, hat mir Röntgenbilder geschickt, Tausende, und hat gesagt, für eine Laufbahn als Reitpferd steht der Bella nichts im Weg. Gesundheitlich zumindest. Gut, das ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Information, um ein Pferd zu kaufen. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du ein Pferd. Dann musste ich mich natürlich um den Transport kümmern und habe bei Oldenburger Pferdetransporte angerufen. Die kann ich auch nur wirklich jedem ans Herz legen. Die fahren maximal mit 2 Pferden. Das verringert natürlich das Risiko, dass ein Pferd sich eine Krankheit holt, weil natürlich gibt es auch viel wesentlich günstigere Pferdetransporte, wo die Pferde zu 40. oder zu 30. reisen. Aber es war mir eben wichtig, dass die Bella maximal allein oder zu zweit reist, einfach weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Krankheiten eingeschleppt werden. Und das kann natürlich leicht passieren, wenn 30 Pferde in einem Hänger stehen und das quasi so wie ein Massentransport ist. Bei den Oldenburger Pferdetransporten ist das sehr individuell, also in den Hänger gehen maximal 2 Pferde rein. Und das Komfortable für die Pferde ist, dass sie quasi mit dem Hintern in Fahrtrichtung stehen. Das heißt, wenn der LKW bremst, können sie also das abfangen, indem sie sich hinten an die Wand anlehnen. Das ist relativ angenehm natürlich, wenn ein Pferd zu lange reist. Und die haben das mit Einladen, mit Ausladen wirklich, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich kann das Unternehmen wirklich nur jedem empfehlen, der ein Pferd transportieren möchte über eine weitere Strecke und dafür eine Firma beauftragt. Ja, dann war die Bella da. Ich habe sie dann sicher 1,5, 2 Monate nur longiert und habe mit ihr am Boden gearbeitet und so Geschicklichkeitsparcours gemacht. Sie ist ein Pferd, das total gelassen sein kann, vor allem wenn man vom Boden aus mit ihr arbeitet und die aber von 0 auf gleich auch auf 1000 ist. Das mag jetzt im ersten Moment als Nachteil erscheinen und es ist auch ein Nachteil, wenn man im Gelände ist und sie ist plötzlich auf 180 und du kannst sie nicht mehr abdrehen. Aber wenn es einem gelingt, dass man quasi den On-Off-Schalter aktiviert und dann auch bedienen kann, ist diese Funktion oder ist diese Eigenschaft eine ganz, ganz wertvolle für ein Dressurpferd.
Ich kann nur sagen, dass die Bella jetzt da ist, war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich mich für sie entschieden habe, dass ich auf niemanden gehört habe, der mir jemals gesagt hat, ich soll sie verkaufen, weil sie zu schlimm ist, dass ich einfach meinen Weg gegangen bin. Und das ist vielleicht auch so eine Erfahrung, die ich machen durfte oder so eine Lebensweisheit. Geh deinen Weg und halte an dem Weg fest und lass dich nicht davon abbringen, weil am Ende wird was Gutes rauskommen. Und bei der Bella ist das so. Die Bella ist ein Pferd mit Charakter.